Wir haben Oktober und Oktober ist immer die Zeit für, ja, für was? Für Halloween, genau richtig. Und ich feiere das sehr, ich bin ein riesengroßer Halloween-Fan, versuche mich auch jedes Jahr gruselig zu verkleiden. Ich bin tatsächlich kein Karnevalist, aber Halloween mega, absolut mega Fan. Und die Pokémon Company, die ist auch ein riesengroßer Halloween-Fan, denn es gibt dieses Jahr Trick-or-Trade-Booster. Das Ganze sieht ziemlich cool aus, ist eingepackt wie so eine Bonbon-Tüte. Und da drin sind insgesamt 40 von diesen Boostern. Und insgesamt hat dieses Booster-Set hier 30 Karten, 30 unterschiedliche Karten. Wobei die Karten nicht neu sind, es sind Reprints aus bestehenden Sets aus der aktuellen Schwert- und Schild-Ära. Aber sie haben einen besonderen Stempel und ich will diese Karten unbedingt sammeln, denn es gibt ein Mimikma in diesem Set. Und ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Mimikma-Fan. Also, wir werden in diesem Video so lange diese Packs aufmachen, bis wir alle 30 Karten gezogen haben. Und ich bin gespannt. Ich persönlich denke, 20 Booster werden wir bestimmt aufmachen müssen. Vielleicht 25, also ich weiß es nicht. Wenn du so einen Booster mal haben willst, bei uns im Shop gibt es die aktuell gratis zu jeder Bestellung ab 20 Euro. Wenn du also Bock hast, snack dir so ein Pack. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Wir schauen uns an, wie viel ich davon tatsächlich aufmachen werden muss, um das Set zu vervollständigen. Und wenn du keine Openings mehr verpassen willst, beziehungsweise keine verpassen darfst, dann weißt du Bescheid, einmal gerne unten auf den Abo-Button drücken. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Opening. Also, wie gesagt, wir haben insgesamt 20 Booster, wo wir glauben, dass das ausreicht, bevor wir alle Karten haben. Insgesamt, wie gesagt, sind in diesen Tüten immer 40 Booster drin. Einen haben wir schon rausgenommen, das heißt, da sind tatsächlich nur noch 39. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen los. In jedem Booster davon sind 3 Karten. 30 gibt es insgesamt. Also theoretisch könnten wir mit ganz viel Glück in 10 Boostern alle Karten ziehen. Aber ich denke, das ist unwahrscheinlich. Ich mache so einen ganz kleinen Kartentrick, denn die Holo-Karte ist immer ganz oben drauf und deswegen ziehe ich die einmal nach hinten. Also ihr seht, das Artwork ist aus einem bestehenden Set. Hier unten seht ihr sogar tatsächlich die originale Set-Bezeichnung. Also in dem Fall müsste es, glaube ich, Chilling sein und hier die Nummer. Also wirklich aus dem aktuellen Set. Und das Neue ist halt dieser wunderbare Stamp. Und das Besondere ist, es kommt gleich. Oh, in jedem Pack ist eine Holo-Karte drin. Und auch der Stamp, beziehungsweise der Stempel hier, hat diesen Holo-Effekt. Und wie gesagt, von diesen Karten gibt es insgesamt 30. Wobei es 10 Holos gibt. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie viel wir mal aufmachen müssen. Also, wir sind jetzt bei Nummer 1. Wir sind bei Nummer 1 und insgesamt denke ich, ja, so 20 bis 25 werden wir aufmachen müssen, um alle zu ziehen. Und guck mal, da haben wir schon die zweite, also insgesamt 2 von 10 Holos. Eieieiei. Interessante Frage an alle, die sich dieses Video anschauen. Habt ihr die Booster auch schon aufgemacht? Habt ihr auch das gesamte Set gesammelt? Oder sagt ihr, nee, irgendwie finde ich das jetzt nicht so besonders. Muss nicht unbedingt sein. Guck mal, hier Tragosso, mega sweet. Also ich versuche mal alle Karten, die wir noch nicht haben, hier unten hinzulegen. Oh, und stark. Im dritten Pack haben wir schon das Mimikma. Ich hoffe, dass wir das Mimikma so oft wie möglich ziehen. Ich hoffe, dass wir es so oft wie möglich ziehen. Also, Booster Nummer 3 hatte meine Chase-Karte. Die absolut beste Karte in diesem Set. Und das ist mit wirklich mit Abstand das Mimikma. Ansonsten, also insgesamt 30 Karten, 20 Non-Holos, 10 Holos. Und ich bin gespannt. Also, das ist jetzt Booster Nummer 4. Eieiei. Okay. 2 normale und 1 Holo. Gengar, stark. Auch Gengar mit der Schlabberzunge, absolut krasses Artwork. Und übrigens, das ist das Zeichen von Chilling, das heißt, die gerade war nicht von Chilling. Das müsste dann ein anderes Set sein. So viele Sets mittlerweile, da blickt kein Mensch mehr durch. Okay, alle anderen Karten lege ich unten hin. Mal gucken, ich denke mal, die ein oder andere Doppelte müsste jetzt gleich schon kommen, tatsächlich. Die ein oder andere Doppelte müsste gleich kommen. Heathram, Polo und Miss Magius haben wir.
Haben wir. Also, erste Karte doppelt. Ich lege mal die doppelten Holos, lege ich mal hier an die Seite. Das, also was sehr, sehr, sehr schade ist an diesem Set ist, dass es das leider, wie so vieles, nur auf Englisch gibt. Ich sammle ja eigentlich nur deutsche Karten vorwiegend. Und daher ist das sehr, sehr schade. Deutsch würde ich so viel mehr feiern. Aber leider, 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 leider gibt es das nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Also, die Karte haben wir auch noch nicht. Die haben wir bereits. Und Mewtwo haben wir auch noch nicht. Absolut mega. Aus strahlende Sterne müsste es sein. Wenn ich mich nicht täusche. Und ihr seht, es ist tatsächlich sehr Psychomon-Pokémon-lastig. Was natürlich auch zum Trick-or-Trade passt, also zum Halloween. Die Booster-Artworks auch generell mega stark mit dem Gengar, was das Pikachu erschrecken will. Einfach mega süß gemacht. Und aktuell bin ich guter Dinge. Also wir haben erst eine doppelt. Wir haben erst eine doppelt. Ariados haben wir bereits. Dusclose haben wir noch nicht. Und Trombok haben wir auch noch nicht. Mega! Das bedeutet, wir haben jetzt bereits 2, 4, 6 Karten bei 7 Boostern. Eieiei, jetzt wird es wahrscheinlich die doppelten hageln. Oh, Pikachu! Also auch hier ist ein Pikachu, passt natürlich eigentlich thematisch nicht, aber dadurch, dass Pikachu auch hier mit auf dem Cover drauf ist, passt es schon wieder ein bisschen mehr. Also Pikachu ist auf jeden Fall auch einmal im Set, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Okay. Das Skull haben wir auch noch nicht und den Cynic haben wir auch noch nicht. Ich glaube, die einzige Feuer-Pokémon-Karte in dem Set als Holo. Und damit sind wir bei 2, 4, 6, 7 verschiedenen Holos. Die Vorentwicklung haben wir, ich weiß nicht genau, ob Lichtel auch noch mit drin ist. Also das Basis-Pokémon davon. Okay, wir gucken in den nächsten. Dragosso haben wir bereits. Poltergeist haben wir auch. Und Gengar, stark. Haben wir auch schon, trotzdem coole Karte. Ist auf jeden Fall was zum Tauschen. Also ich denke mal, der eine oder andere wird sich da auch ein paar Packs von öffnen. Und die dann tauschen wollen, wenn er denn welche davon noch nicht gezogen hat. Okay, wir haben wieder Weberak. Weberak hatten wir noch nicht, wir hatten nur die Weiterentwicklung. Deine Pumpkin und Mimikyu! Die kann man nie genug oft haben. Also Mimikma, absolut mega. Doppelt, sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 von den normalen Artworks haben wir bereits. Das bedeutet, auch hier fehlen uns jetzt nur noch 4 Stück, dann sind wir schon durch. Okay, haben wir schon. Nebulak haben wir noch nicht. Und Gorgeist haben wir schon. Haben wir schon. Also, den haben wir leider schon doppelt. Da ist er. Also, nächstes Pack. 3 Holos fehlen uns. 3 Holos fehlen uns. Oh, falsch. Die muss nach hinten. Ah, guck mal, Lichtel hat uns gefehlt. Ich glaube, der hat uns auch gefehlt. Ja, und Darkrai fehlt auch. Sehr, sehr, sehr geil. Mega. 2, 4, 6, 8. 2 Stück fehlen noch. Für alle, die das Set kennen und die 10 Holos auf dem Schirm haben, die wissen ganz genau, welche Karten jetzt noch fehlen. Ansonsten, wenn ihr es nicht wisst, gerne bei uns auf der Homepage nachlesen. Da findet ihr alles als Infos auch in einem Newsbeitrag. Zubat haben wir auch noch nicht. Die Tasse haben wir. Und Zwirfinst haben wir auch noch nicht. Haben wir auch noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine Holo fehlt. Eine Holo fehlt und wir sind bei 9, 10, 11, 12, 13 Packs. Wir sind bei 13 Packs. 14 Packs. Okay, haben wir. Haben wir. Mewtwo haben wir auch. Nehmen wir trotzdem nochmal mit. Warum auch nicht? Also Mewtwo, Gengar, Mimikma, absolut mega Karten. Darkrai ist auch eine ziemlich coole Karte. Die beiden, naja, Trombok und der Feuer-Cynic auch so, naja. Aber der Rest geht auf jeden Fall mega klar. Ich gucke gerade, fehlt uns noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
21. Da habe ich anscheinend irgendeine doppelt gelegt. Und wieder eine fehlende Holo. Und damit haben wir 2, 4, 6, 8, 9 und 10 Karten. Damit haben wir alle Karten. Also, es gibt insgesamt 30 Karten. Und ich werde hier irgendeine... Guck mal hier, die habe ich doppelt. Seht ihr es? Die habe ich doppelt. Die muss wieder raus. Damit ist das hier das Main-Set. Also das, was ihr hier seht, ist das komplette Set. Heißt also, man braucht... Also, wir haben jetzt gebraucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15 Booster und damit hat man das komplette Set zusammengesammelt. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, wenn ihr euch so eine Tüte holt, habt ihr auf jeden Fall das Set mindestens einmal zusammen. Wenn ihr Glück habt, ganz viel Glück habt, habt ihr das sogar vielleicht zweimal zusammen. Und das ist ziemlich cool. Und mit ganz viel Glück habt ihr sogar dreimal zusammen. Also, wenn ihr die Dinger noch nicht aufgemacht habt, macht es auf jeden Fall, macht mega viel Spaß. Vielleicht mit einem Kollegen oder mit einer Freundin zusammentun und sich einfach so eine Tüte snacken. Und absolut mega. Also, ich finde die Artworks krass. Und, nochmal eine Nahaufnahme, der Holo-Effekt ist ziemlich cool. Also... Ja, mit einem Galaxy Foil wäre es natürlich noch schöner, aber das geht auf jeden Fall klar. Geht auf jeden Fall klar. Ich finde es gut, ich finde es wirklich gut. Und damit war es das für dieses Opening. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wie gesagt, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, da unten irgendwo ist ein Follow-Button. Gerne machen. Ansonsten gerne bei uns im Local Store in Bochum vorbeischauen oder auf Twitch für unsere Livestreams. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.